Hello my friends and welcome back to a new video von nach meinem letzten Video gestern, wo mir manche geschrieben haben, ja was, du hältst extra an fürs Essen und ah, wieso bist du da so pingelig, 10 Reiskörner mehr, 10 Reiskörner weniger, dachte ich mir, ich mache ein Video dazu, damit ihr mich auch versteht, worum es mir eigentlich bei dem Ganzen geht und wieso ich auch so strikt zu mir selbst bin. Also der erste Punkt wegen dem Essen ist halt einfach, ich habe aktuell nur noch 3 Mahlzeiten wegen der Wettkampfdiät, dafür etwas größere, wenn man dem so sagen kann. Es ist nicht mehr viel, aber ja, ich will runterschredden, ich will wirklich trocken sein am Wettkampf und eine geile Show liefern und meinen Körper ans Limit pushen. Und deshalb time ich die Mahlzeiten halt auch dementsprechend, damit ich nicht so einen großen Hunger habe, wie auch dem Training angepasst. Es würde keinen Sinn machen, eine Stunde vor dem Training zu essen. Und deshalb setze ich mir immer so ein Timing, wann werde ich die nächste Mahlzeit essen, und das halte ich dann auch strikt ein. Das hat in erster Linie auch wieder den Grund, wegen dem Timing, wegen dem Hunger, aber halt auch einfach, es geht mir ums Prinzip. Und da kommen wir zum zweiten Punkt, das wegen der Genauigkeit beim Abwiegen vom Essen. Jemand hat einen guten Einwand oder einen guten Kommentar geschrieben, wer sagt dir, dass du diese 10 Reiskörner mehr oder weniger auch wirklich absorbieren, verwerten kannst? Und das stimmt, das weiß ich nicht. Aber mir geht's halt, wie gerade erwähnt, ums Prinzip, Leute. Wenn ihr euch was vornehmt, dann zieht das auch durch. Sonst könntet ihr ganz einfach, bei den meisten geht's ja los, ah, heute, ja, mach nichts. Dann morgen, ja, für einmal. Ja, für einmal. Nein, Leute, so funktioniert das nicht. Wenn ihr ein Ziel habt, fokussiert das und zieht das 1:1 durch. Kein, ja, heute mal und oh, ist doch nicht so schlimm. Okay, aber dann jammert nicht, wenn die Erfolge nicht da sind. Ich bin halt ein Perfektionist. Und das erwarte ich aber von keinem. Auch nicht von meinen Kunden. Was ich erwarte ist, Einsatz. Jeder muss für sich selbst entscheiden, ob er jetzt so genau sein will wie ich oder nicht. Aber mir geht's halt einfach darum, wenn ich mir was vornehme, dann ziehe ich das auch durch. Auch wenn das bedeutet, dass mir 3 Gramm Reis fehlen und ich noch einkaufen gehen muss, damit ich das morgen essen kann, mache ich das. Ganz einfach. Vielleicht finden manche, ich sei crazy, aber meiner Meinung nach liegt im Detail die Kraft. Jedoch, es ist euch überlassen, ich zeige euch nur, wie ich das mache, meine Empfehlungen an euch. Schlussendlich müsst ihr selbst wissen, wie ihr das macht. Ich hoffe, das kurze Video konnte euch einen Einblick verschaffen, wie ich das Ganze sehe. Und ich muss mich jetzt auf den Weg machen, Antonio abholen und dann geht's ab nach Freiburg. Ich freue mich, ich hoffe ein paar von euch sind dort. Falls nicht, macht auch nichts. Bis zum nächsten Mal. Adios, amigos. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, hier könnt ihr uns abonnieren. Falls ihr das letzte Video verpasst haben solltet, hier geht's zum letzten Video.